Das ist die kleine Fähre über den Main. Und zwar zwischen Albertshofen und... Keine Ahnung. Ich schau schnell nach. Da steht sie jetzt unbenutzt, die Fähre zwischen Main-Stockheim und Albertshofen. Ja, wir sind nämlich jetzt direkt am Main, stehen wir, und zwar in Albertshofen. Und der ein oder andere kennt den Stellplatz von euch vielleicht schon, denn das ist der Lieblingsstellplatz oder einer der Lieblingsstellplätze von Jens und Manu, die mir hiermit herzlich grüßen. Hallo. Und in Main-Stockheim oder wie es heißt, ja, da drüben ist nochmal ein Stellplatz, der um einiges größer ist als der hier in Albertshofen. Und da stehen öfters Olli und Manu. Euch also, auch grüßen wir herzlich. Hallo. Also auch zwei YouTube-Kanäle. Und wir haben jetzt ein paar Tage Ruhe gebraucht. Mhm. Wir waren also einmal frei am Neckar gestanden. Dann waren wir in Michelbach an der Pilz, auch ein sehr schöner Stellplatz, allerdings nicht vergleichbar mit dem in Albertshofen. Nö, dann kann man gar nicht rein. Eigentlich so einen Übernachtungsplatz, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Nichts. Mhm. Aber die wollen das ja ausbauen. Ja, hier dagegen ist es also schon ein wirklich toller Stellplatz. Erstens kann man sich hier erholen. Man kann sich also die Wiese als Liegewiese oder als Sitz Wiese benutzen. Mhm. Vor allen Dingen, man hat dauernd Schiffe, die vorbeifahren, was ja sehr angenehm ist zum Anschauen ab und zu mal oder immer wieder mal. Das ist sehr schön, ja. Und vor allen Dingen ist der Platz in einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. 7 Euro die Nacht, inklusive Strom, Wasser, inklusive Entsorgung, Versorgung, ja. Und mit einer sehr guten Gaststätte. Ja, bei der man die Stellplatzgebühr bezahlt. Ja, und mit guten unterfränkischen Bratwürsten. Also die unterfränkischen sind nicht die besten. Die besten sind die Mittelfranken in Nürnberg, das weiß ja jeder Experte. Ja. Aber die Bratwürste hier sind für das, dass wir in Unterfranken sind, auch recht gut. Ich esse auf jeden Fall jedes Mal welche. Ja, ja, und jetzt... Was gibt es noch zu sagen? Wir fahren jetzt nach Kitzingen rein, da kann man mit dem Rad schön hinfahren. Da kann man dann auch einkaufen gehen und die Entsorgung zeigen wir euch dann, wenn wir zurückkommen. Mhm, genau so machen wir es. Und vielleicht fährt noch das ein oder andere Schiff vorbei, das können wir euch dann ja auch noch zeigen. Genau. Mhm, also, wir fahren jetzt los, oder? Mit den Fahrrädern. Ja. Mhm, gut. Das war die Metzgerei von Albertshofen. Also, wenn man in Franken unterwegs ist, dann gibt es einige Regeln zu beachten. Wenn man etwas verniedlichen will, zum Beispiel das Wort Hexe, dann heißt es nicht, es ist ein Hexle, ja, sondern es ist ein Hexler. Und wenn man was isst hier in Franken und man schaut auf die Speisekarte, dann soll man erstens einmal nicht sagen, mein Gott, ist das billig. Man soll auch nicht erwarten, dass es eine schlechte Qualität ist, das ist eine gute Qualität. Hier ist es einfach etwas günstiger, gut und günstig. Und wenn einem etwas gefällt, dann sagt man hier in Franken nicht, oh Gott, ist das wunderschön, sondern das sagt man allmächtigste Schee. So geht Fränkisch. Ja, ist das richtig? Allmächtigste Schee. Ja, das war nicht. Sag's nur mal. Allmächtigste Schee, sag mal.
Allmächt ist das schön. Schlanzenie. Ich bin ja auch keine Fränkin, sondern eine Badische. Allmächt ist das schön. Allmächt ist das schön. Also zum Üben habt ihr Aufgabe. Ganz schön viel Verkehr für die paar Leute, die da wohnen. So, da haben wir ein Schiff. Hier ist der Stellplatz. Und da ist das Gasthaus zum Anker. Und wenn man da um den Stellplatz etwas rumfährt, dann fährt man Richtung Versorgungsanlage. Und die zeigen wir euch jetzt schnell noch. Wenn wir schon unterwegs sind, dann machen wir das auch komplett. Man kann hier mit einem Trampelpfad rüberlaufen. Und hier ist die Entsorgungsstation und auch die Fischwasserstation. Ja. Und da geht es weiter in die andere Richtung. Die haben wir aber nicht erkundigt. Da ist die Ursi. Die entsorgen wir nicht, die nehmen wir wieder mit. Dich entsorgen wir nicht, oder? Nein. Nein, sie will das auch nicht. Zeigen wir euch noch den Sandstrand von Albertshofen. Da ist also der Wohnmobilstellplatz. Da ist Gasthaus zum Anker. Hier ist die Fähre, da wartet gerade jemand. So, habe ich schon. Und hier ist der Sandstrand von Albertshofen. Eine Badestelle. So. Das war unser Ausflug. Ich habe so einen Hunger. Fahrradfahrer macht nämlich hungrig und die frische Luft auch. Und wollen wir mal schauen. Helle kocht uns nämlich was Leckeres. Hm? Jawohl. Was gibt's denn, Helle? Paprikagemüse mit Knoblauch und Reis dazu, oder? Ja. Das wird bestimmt lecker. Danach stinken wir nach Knoblauch. Auch nicht so tragisch. Wir sind ja an der frischen Luft. So, das war ein kurzer Stellplatzbericht von Albertshofen, vom Main, ja, aus dem schönen Frankenland. Und wenn ihr diesen Film seht, den wir jetzt dann später hochladen, oder die nächsten Tage, ja, dann sind wir schon wieder zu Hause. Ja, dann hat uns der Alltag vermutlich schon wieder eingeholt. Oh ja. Aber bald geht's wieder los. Ja, doch. Euch eine gute Zeit, schöne Tage, wenn ihr wegfahrt, und bis bald mal wieder. Tschüss. Ciao.